Okay, wir kommen dem Interview langsam zum Ende. Wohin wollt ihr noch? Das will ich euch noch fragen. Wohin wollt ihr noch? Wie seht ihr eure Zukunft im Rap-Business? Was wollt ihr rausbringen? Welche Ansprüche habt ihr? Features, musikalische Entwicklung, all das. Ja, also einfach gucken, wo es hinkommt. Einfach immer weitermachen, sich einfach beeinflussen lassen von der ganzen Hip-Hop-Szene, so gucken, was ist schwul und dann einfach das Gegenteil davon machen. Und einfach so selbst bleiben und versuchen, also wenn das Geld kommt, dann freue ich mich natürlich, wenn ich irgendwann Millionär bin und mir ein Haus kaufen kann und meiner Familie ein paar Häuser kaufen kann. Ist doch voll Bombe, warum sollte ich die nicht unterstützen? Ja, aber das ist mein Ziel, ich will reich werden. Ich will reich werden mit der Musik. Ich will meiner Mutter ein Haus kaufen, dann mir ein kleines Häuschen nebenan, verreisen, wann ich will, Matten haben, also Gras haben, wann ich will. Ey, ich brauche nicht mal viel, ich habe nicht mal hohe Ansprüche. Reich bedeutet nicht mal eine Million, glaube ich. Was ist denn für euch wack im Moment aus Deutschland kommender Rap? Gibt es da irgendwas, wovon ihr definitiv sagt, das ist zum Beispiel Zeug, das vergesst? Weil es diesen Scheiß gibt und weil der so schlecht ist, machen wir es besser. Gibt es da sowas? Alles. Nein. Wir wollen ja immer nicht so grundabweisend sein. Aber es gibt da bestimmt schon so ein paar Leute, die man nicht mag. Aber man will ja jetzt auch niemandem so extrem auf den Schlips treten. Wir sind ja immerhin so auf dem Splash und so. Jeder kriegt mit, was ich sage. Nein, aber ich finde, lass mal jetzt echt überlegen. Ich will jetzt jemanden sagen, den ich kacke finde. Das heißt ja auch nicht zwangsläufig, dass man die Leute scheiße findet. Einfach nur, dass die Musik halt dann kacke ist. Ja, okay, ey, dann hatte Bobby schon recht. Bobby hatte schon recht mit seinem ersten Statement. Das ist so gut wie jeder. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch schon einen Track mit dem gemacht oder hätte versucht, den zu erreichen, irgendwie irgendwas mit dem zu machen. Es ist noch nicht passiert. Wie die Jungs versuchen, das Ganze besser zu machen und was ihre Art von Hip-Hop ist, ihre Art Rap-Music zu machen, das könnt ihr, wie gesagt, auf dieser frisch erschienenen EP testen. 3 von euch haben auch das Glück, so ein Ding zu gewinnen in der Verlosung. Was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst eine Frage beantworten, die sich die Jungs ausgedacht haben. Wie lautet die? Yeah, also, das geht an die eingefleischten Fans. Wie heißt oder hieß AIDS vorher, bevor es AIDS war? Wie war unser Name? Wir beide nennen uns AIDS. Wie hieß unsere Crew vorher? Yeah. Wenn ihr die Antwort wisst, geht auf wie gewohnt www.repräsenz.de. Guckt nach dem Gewinnspiel, nehmt dran teil und ich drücke euch die Daumen. Alles ist die Sekte, AIDS rechts zu mir, Splash Festival 2003. Jungs, vielen Dank fürs Interview und haut rein und macht euer Ding in der Zukunft. Ich wünsche euch alles Gute.